Wir werden uns jetzt mit den Eigenschaften der Dichtefunktion der Normalverteilung auseinandersetzen. Viele dieser Eigenschaften sind uns schon bekannt, und zwar aus dem Video zur Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Das liegt daran, dass die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung ein Spezialfall der Dichtefunktion der Normalverteilung ist. Fangen wir an. Punkt 1. Alle Funktionswerte sind positiv. Hier ist es hilfreich, sich zunächst die Funktionsgleichung anzuschauen. Überlege dir jetzt mal selber, warum alle Funktionswerte positiv sind. Gut. Also, wir schauen uns zunächst den Faktor 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2 Pi an. Wichtig ist, Sigma, also die Standardabweichung, ist immer größer 0. Das bedeutet, 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2 Pi, auch wenn es kompliziert ausschaut, ist auf jeden Fall größer 0, da die Wurzel aus 2 Pi auch positiv ist. Gut, schauen wir uns den zweiten Teil an, und zwar die Exponentialfunktion. Eine Eigenschaft der Exponentialfunktion ist, dass e hoch x immer größer 0 ist, und zwar für jedes x. Das bedeutet jetzt, dass e hoch minus 1/2 mal x minus μ durch Sigma zum Quadrat auch größer 0 sein muss. Falls dir nicht klar ist, warum, schau dir bitte das Arbeitsblatt zur Exponentialfunktion an. Fassen wir jetzt diese zwei Sachverhalte zusammen, indem wir sie miteinander multiplizieren, dann erhalten wir wieder die Funktion f von x, und wir wissen, wir multiplizieren eine positive Zahl mit auch mit einer positiven Zahl. Das bedeutet, das Ganze muss positiv sein, und zwar für jedes x. Ein anderer Weg, wie wir uns das verdeutlichen können, ist, indem wir uns den Graphen anschauen. Wir sehen am Graphen, jeder Funktionswert liegt über der x-Achse. Das bedeutet, jeder Funktionswert ist positiv. Gehen wir weiter. Hier ist die Stelle gesucht, an der die Funktion ihren höchsten Funktionswert annimmt. Das heißt, wir suchen den Hochpunkt von f von x. Um den Hochpunkt zu finden, müssen wir die erste Ableitung bilden. Also wir suchen f' von x. Überlege dir jetzt, welche Ableitungsregel wir brauchen und leite dann selber ab. Als kleinen Hinweis gebe ich dir das hier. Es hilft, wenn wir x minus μ durch Sigma zum Quadrat ausquadrieren. Okay, die Ableitungsregel, die wir hier benötigen, ist die Kettenregel. Das heißt, die äußere Ableitung, 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2 Pi mal e hoch minus 1/2 mal x minus μ zum Quadrat, mal der inneren Ableitung, also minus 1 durch Sigma zum Quadrat mal x minus μ. Ich habe hier schon vereinfacht. Um jetzt den Hochpunkt zu finden, müssen wir das Ganze gleich 0 setzen. Schauen wir uns diese Ableitung jetzt genauer an. Wir sehen hier 1 durch Sigma mal Wurzel aus 2 Pi. Wir wissen aber schon, das ist immer größer 0. Das heißt, dieser Term kann nicht gleich 0 werden. Dasselbe gilt für e hoch minus 1/2 mal x minus μ durch Sigma zum Quadrat. Wir wissen, der ist immer größer 0. Da Sigma immer größer 0 ist, kann minus 1 durch Sigma zum Quadrat nicht gleich 0 sein. Also ist der einzige Kandidat, der noch übrig bleibt, x minus μ. Also suchen wir die Lösung für x minus μ ist gleich 0. Und das ist einfach zu lösen. Das ist einfach x ist gleich μ. Das heißt, der größte Funktionswert wird an der Stelle x ist gleich μ angenommen. Schauen wir uns das noch in GeoGebra an. Hier sehen wir, dass der Hochpunkt bei 3 ist und μ ist auch bei 3 eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt μ verändere, dann sehen wir, dass der Hochpunkt immer bei x ist gleich μ bleibt. Also haben wir das richtige Ergebnis gefunden. Gehen wir weiter. Wir suchen jetzt die Stellen, an denen sich die Wendepunkte befinden. Das bedeutet, wir müssen f' von x noch einmal ableiten. Das bedeutet, wir suchen f2' von x. Um diese Ableitung lösen zu können, benutzen wir die Produktregel. Die zweite Ableitung lautet 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2pi mal e hoch minus 1/2 mal x minus μ durch Sigma zum Quadrat mal minus 1 durch Sigma zum Quadrat mal 1 minus x minus μ zum Quadrat durch Sigma Quadrat. Um jetzt die Wendestellen zu finden, setzen wir das Ganze gleich 0.
Aus dem vorherigen Punkt wissen wir aber, dass jeder dieser einzelnen Faktoren nicht gleich 0 sein kann. Also suchen wir 1 minus x minus mu zum Quadrat durch Sigma Quadrat ist gleich 0. Gut, lösen wir das. Wir multiplizieren mit Sigma zum Quadrat. Daraus kriegen wir Sigma Quadrat minus x minus mu zum Quadrat ist gleich 0. Addieren wir jetzt noch x minus mu zum Quadrat, erhalten wir Sigma zum Quadrat ist gleich x minus mu zum Quadrat. Jetzt ziehen wir die Wurzel und erhalten plus minus Sigma ist gleich x minus mu. Jetzt addieren wir noch mu und erhalten x ist gleich mu plus minus Sigma. Das bedeutet, die Wendestellen befinden sich an den Stellen x ist gleich mu minus Sigma und x ist gleich mu plus Sigma. Schauen wir uns das jetzt noch in GeoGebra an. Hier sehen wir jetzt, dass sich die Wendestellen mit mu verschieben und weiter auseinander gehen, je größer Sigma wird und näher zusammenkommen, je kleiner Sigma wird. Das heißt, wir haben die richtigen Lösungen gefunden. Weiter geht's. Der Graph ist symmetrisch zur Geraden x ist gleich mu. Was heißt das jetzt für den Funktionswert? Schauen wir uns dafür den Graphen an. Wir sehen hier schön, die erste Wendestelle ist am Punkt mu minus Sigma. Das heißt, sie ist um minus Sigma von der Geraden entfernt. Die zweite Wendestelle ist beim Punkt mu plus Sigma. Das heißt, sie ist um plus Sigma von der Geraden entfernt. Beide Wendestellen haben aber denselben Funktionswert. Das bedeutet, sind zwei Punkte gleich weit von der Geraden entfernt, haben sie denselben Funktionswert. Das heißt, f von μ minus x ist gleich f von μ plus x. Wenn wir uns die Funktionsgleichung anschauen, sehen wir, dieses x minus μ durch Sigma zum Quadrat ist der Grund dafür. Setzen wir jetzt nämlich μ minus x ein, dann kommt derselbe Funktionswert wie μ plus x aus. Probiere das ruhig selber. Gehen wir weiter. Punkt 5. Der gesamte Flächeninhalt zwischen der x-Achse und dem Funktionsgraphen ist, das wissen wir ja schon, wir rechnen ja mit Wahrscheinlichkeiten, das bedeutet, der gesamte Flächeninhalt unter der Kurve muss gleich 1 sein. Kommen wir zu Punkt 6. Eine Veränderung von μ bewirkt eine, das wissen wir schon, wenn wir μ verändern, dann verschiebt sich der Graph in x-Richtung. Also, eine Veränderung von μ bewirkt eine Verschiebung des Graphen in x-Richtung. Nächster Punkt. Was passiert jetzt, wenn ich Sigma verändere? Also, wenn ich Sigma vergrößere, dann ist der größte Funktionswert kleiner und die Wendestellen entfernen sich voneinander. Lasse ich Sigma kleiner werden, dann wird der größte Funktionswert größer und die Wendestellen nähern sich wieder aneinander an. Also ist die Antwort, je größer Sigma ist, desto kleiner ist der größte Funktionswert und desto größer ist die Entfernung der beiden Wendestellen. Und je kleiner Sigma ist, desto größer ist der größte Funktionswert und desto kleiner ist die Entfernung der beiden Wendestellen. Kommen wir zum letzten Punkt. Wann ist die Dichtefunktion der Normalverteilung gleich der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung? Schauen wir uns dafür die Funktionsgleichungen an. Hier haben wir die Dichtefunktion der Normalverteilung und hier haben wir die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Vergleichen wir zunächst den Faktor vor dem e. Also, 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2π soll gleich 1 durch der Wurzel aus 2π sein. Durch Umformeln erhalten wir Sigma ist gleich 1. Das können wir jetzt in f von x einsetzen. Setzen wir das ein, erhalten wir f von x ist gleich 1 hoch die Wurzel aus 2pi mal e hoch minus 1/2 mal x minus μ zum Quadrat. Das passt schon ganz gut. Nur x minus μ ist noch falsch. Das heißt, wir setzen x minus μ ist gleich x. Durch Umformungen erhalten wir μ ist gleich 0. Setzen wir das jetzt wieder ein, erhalten wir f von x ist gleich
phi von x. Und das ist gleich 1 durch die Wurzel aus 2pi mal e hoch minus 1 halb mal x². Das bedeutet, f ist die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung, wenn μ gleich 0 und sigma gleich 1 ist. Hier hast du noch eine Übersicht aller Eigenschaften, die wir besprochen haben. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, du hast dir viel mitgenommen. Bis zum nächsten Mal.